Vielen Dank, sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Vor einem Jahr sind die grausamen Verbrechen des sogenannten nationalsozialistischen Untergrunds rund um die Terrorzelle Zschäpe mundlos Bönhardt bekannt geworden. Über die Dauer von gut einem Jahrzehnt exekutierten sie insgesamt 10 Mitbürgerinnen und Mitbürger, sie sprengten Bomben und sie verübten zig Banküberfälle und unterstützten die gewaltbereite rechtsextreme Szene. Das taten sie im Verborgenen, aber doch an helllichtem Tag, vor den Augen der Öffentlichkeit, ja teilweise vor den Augen der Sicherheitsbehörden selbst. Seit einem Jahr, angesichts dieser beispiellosen rechtsextremen Mordserie, sind die Grundfesten der Bundesrepublik Deutschland erschüttert. Unser Land wollte allen Menschen Sicherheit geben und zumindest den Straftaten an ihnen zielstrebig und konsequent verfolgen. Stattdessen wurden Verfehlungen der Sicherheitsbehörden in erschreckendem Ausmaß deutlich. Sie fangen damit an, dass man zunächst das Umfeld der Opfer, die fast alle einen Migrationshintergrund hatten, verdächtigte. Und immer mehr Umstände werden bekannt, die einem den gruseligen Eindruck geben, wie nah der Verfassungsschutz oder der polizeiliche Staatsschutz am Umfeld der Zelle dran waren, ohne es zu merken. Es sind nicht nur Hinweise auf die Terrorzelle verschwunden oder falsch bearbeitet worden, es wurde in den Behörden selbst auch Akten und Informationen, sie wurden widerrechtlich vernichtet, die für die Aufarbeitung notwendig gewesen wären. Das, meine Damen und Herren, darf sich nie wieder wiederholen. Das Abgeordnetenhaus von Berlin hat sich in seiner Entschließung vom 23. November 2011 zu seiner Verantwortung für ein Zusammenleben frei von Bedrohung und Rassismus bekannt und den Hinterbliebenen der Mordopfern die Aufarbeitung der menschenverachtenden Taten versprochen. Und heute müssen wir feststellen, dass das Vertrauen in die Sicherheitsbehörden des Landes Berlin noch mehr in Frage steht. Auch weil der Innensenator die gebotene parlamentarische Aufklärung behindert hat und damit dem Ansehen des Landes Berlin Schaden zugefügt hat. Erst im September 2012 wurde auf öffentlichen Druck hin bekannt, dass das Berliner Landeskriminalamt 12 Jahre einen mutmaßlichen Helfer des nationalsozialistischen Untergrunds als V-Person, als Spitzel führte, der im Jahr 2002 auch Hinweise lieferte, die zum Aufenthalt der Terrorzelle hätte führen können. Der Senator für Inneres und Sport wusste hiervon bereits seit Anfang März, unterrichtete aber über ein halbes Jahr lang nicht zu der V-Person Thomas S., obwohl der Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages sie mehrmals dazu rechtlich verpflichtet hat. Und sie unterrichteten auch das Abgeordnetenhaus über ein halbes Jahr lang nicht. Vor kurzem wurde bekannt, dass einschlägige Akten des Verfassungsschutzes am 29. Juni 2012 vernichtet worden sind. Akten, die Aufschluss über das Umfeld des nationalsozialistischen Untergrundes hätten liefern können. Auch hiervon berichtete der Senator nicht umgehend, obwohl er nach dem Bekanntwerden der V-Personen-Geschichte mehr Sensibilität versprochen hat. Der Senator versäumt es darüber hinaus, selbst einen Vernichtungsstopp für sämtliche Vorgänge mit rechtsextremem Bezug zu verhängen. Und auch das, meine Damen und Herren, darf sich nie wieder wiederholen. Und auch wenn Sie, Herr Innensenator, und die Koalitionsfraktionen heute vielleicht meinen werden, das Thema sei abgeräumt, und selbst wenn es einen Teil der Öffentlichkeit nicht mehr so interessiert, als es richtig heiß war, wir Grüne und weitere Teile der Opposition werden die Fragen weiter stellen. Und seien es immer die gleichen, bis wir zufriedenstellende und umfassende Antwort bekommen haben und der Berliner Senat zumindest den Eindruck macht, sensibel und klug seine Schlüsse aus der rechtsextremen Mordserie zu ziehen. Der Innensenator scheint damit überfordert zu sein. Und deswegen stehen wir heute nicht nur vor dem Aufklärungsversagen in Sachen NSU, das Sie, Herr Innensenator, angerichtet haben. Wir stehen auch vor der Frage, ein Jahr CDU-Innensenator, wie ist es um die Sicherheit in der Stadt insgesamt bestellt? Und gemessen an Ihren Erwartungen, Herr Innensenator, müssen wir auch heute feststellen, Berlin ist nicht sicherer geworden. Sie haben sich nicht um die Sorgen und Nöte der Menschen gekümmert, die sich in bestimmte Ecken der Stadt zu einer bestimmten Tageszeit nicht hintrauen, obwohl Sie es versprochen haben. Können Sie nach einem Jahr im Amt den einfachen Berlinerinnen und Berlinern, zu deren Heilsbringer Sie sich aufschwingen wollten, noch in die Augen schauen, Herr Innensenator? Wie ist es um die Berliner Polizei bestellt? Hat die Berliner Polizei es verdient,
der vor der Wahl noch so einiges bis alles versprochen wurde, hat sie nur eine Stelle mehr? Hat der Berliner Polizist im Vergleich zu seinen Kollegen im Bundesgebiet auch nur einen Euro mehr in der Tasche, obwohl sie es versprochen haben? Sind die Zehntausende von Überstunden nicht nur beim Objektschutz auch nur um eine Stunde gesunken? Haben die Ermittlerinnen und Ermittler auch genug Personal und Know-how, um gesuchte Tatverdächtige aus dem Ausland wiederzuholen oder andere ungeklärte Verbrechen aufzuarbeiten? Wie ist es bei der Bekämpfung der Kriminalität in dieser Stadt bestellt? Herr Innensenator, Sie machen nicht einmal den Eindruck, als hätten Sie aus den Informationspannen rund um Rockerrazzien und Rohrbomben etwas gelernt. Sie vertrauen den Sicherheitsbehörden und auch den Sprechzetteln Ihrer Untergebenen blind, aber das, Herr Innensenator, ist keine starke Leitung, sondern Ausdruck Ihres Versagens, ja, Ihrer Leistungsverweigerung. Nicht nur im Großen, auch bei vermeintlich kleinen Problemen stellen sich täglich neue Fragen und Sie geben ein zumindest widersprüchliches Bild ab. Gestern haben Sie den Ehrenamtlichen von Freiwilliger Feuerwehr und Katastrophenschutz zu Recht ein Abzeichen für Ihr Engagement verliehen. Aber haben denn die Freiwilligen Feuerwehrleute die Gewissheit, dass sie weiterhin vom Land Berlin von der Schule für Feuerwehr ausgebildet werden, Herr Innensenator? Wo sind Sie, wenn vor Ort Wachen und Abschnitte dicht gemacht werden? Verteilen Sie dann weiter Ehrenzeichen oder kümmern Sie sich darum, dass vor Ort die Lage der Sicherheit nicht ausgedünnt wird? Was sagt also ein Innensenator, der Law and Order versprach, aber keine Kraft hat für nur eine einzige Maßnahme für mehr öffentliche Sicherheit? Wir Grünen haben ja Ihr Null-Toleranz-Gerede nie ganz für voll genommen, wenn Sie schwadronierten und dem Innensenator, dem SPD-Innensenator damals vorwarfen, dass er nichts tut gegen Autobrandstiftungen und Gewalt. Aber ich sage Ihnen ehrlich, wir sind erschüttert von Ihrer Tatenlosigkeit und Lähmung. An Ihren Taten wollten wir Sie messen. Solange Sie aber auch nichts und rein gar nichts auf der Habenseite zu verbuchen haben, müssen wir Sie noch an Ihren Worten messen, die Sie zum Beispiel vor etwas mehr als einem Jahr aus der Plenarsitzung zum Besten gaben, in der Sie Null Toleranz gegen Kriminalität statt Ignoranz für die Betroffenen versprochen haben. Sie selber haben viel Toleranz beim Aktenvernichten und wenn brisante Infos nicht weitergegeben werden in Ihren eigenen Reihen. Und eins ist heute auch klar, es sind nicht nur Linke, Grüne, Piraten, die ein Problem mit Ihnen haben, sondern es ist auch der ganz normale Berliner, die ganz normale Berlinerin, die sich auf funktionierende Behörden verlassen will. Auch die sind von Ihnen enttäuscht, Herr Innensenator. Wenn Flüchtlinge am Pariser Platz auf ihre Situation aufmerksam machen, dann lassen sie widerrechtlich jede Sitzpappe kontrollieren. Bei der Vernichtung von Akten über rechtsextreme Fälle in Ihrer Behörde nehmen Sie es nicht ganz so genau. Und es passt ins Bild, Herr Bürgermeister und CDU-Vorsitzender Henkel, dass Sie da ganz interessante Kameraden um sich geschart haben. Bei einigen, wie dem Sozialstaatssekretär wie Herrn Büge, der offen für völkische Burschenschaften eintritt, ist die Schmisse ja immer noch ganz frisch. Ganz frisch. Der Sozialsenator sprach davon, dass mehr Asylbewerber in die Stadt kommen, weil die deutschen Sozialleistungen so hoch seien. Die CDU in Neukölln schafft es nicht, sich von der NPD abzugrenzen. Herr Kollege Dregger darf hier beseelt seine völkischen Träume träumen und Herr Juhnke vergleicht die Aufklärer der NSU-Mordserie mit Brandstiftern. Der Fraktionsvorsitzende der CDU nimmt es mit Promotionsregeln nicht so genau. Und ich frage Sie, Herr Henkel, wie viel Toleranz, wie viel organisiertes Wegsehen dulden Sie in den eigenen Reihen und wie viel genehmigen Sie sich selbst? Während Sie den Berlinerinnen und Berlinern Null Toleranz verordnen wollen, sind Sie die Großzügigkeit in Person, wenn es um eigene Verfehlungen geht. Das ist also Ihre moderne Großstadt-CDU in einer stabilen Koalition. Ich sage Ihnen, nicht einmal in den 80ern wäre man so dreist, diese Selbstetikettierung und diesen Selbstschwindel zu dulden. Wir finden, dass die Stadt einen Innensenator verdient hat, der für die öffentliche Sicherheit seriös arbeitet und keine falschen Erwartungshaltungen wecken darf. Ein Innensenator, der Freiheits- und Bürgerrechte in dieser Stadt achtet, der auch kritische Fragen stellen kann und der unsere Hauptstadtpolizei auch von manchen sinnlosen Aufgaben befreit. Wir brauchen tatsächlich eine kritischere innere Führung, die nicht wie Sie alles kalt weglächelt, sondern anpackt, auch wenn es Missstände in den eigenen Reihen gibt. Und wir wollen tatsächlich mehr Frauen in Führungspositionen und nicht deren Verschleiß. Applaus
Nach alledem kann ich nur sagen, Berlin hat kein Vertrauen in Ihre Amtsführung. Sie beschädigen das Amt des Innensenators. Sie haben nichts für die öffentliche Sicherheit getan und bei der Aufklärung der NSU-Mordserie ein heillos überfordertes Bild abgegeben. Wir haben kein Vertrauen mehr, dass Sie als Innensenator zum Wohle der Stadt agieren. Viel schlimmer noch, Sie haben in unserer Stadt das Vertrauen verloren. Wir sehen nicht, dass Sie noch in der Lage sind, diesen Vertrauens- und Ansehensverlust wieder gutzumachen. Herr Innensenator, tun Sie sich und der Stadt das nicht länger an. Allen wäre geholfen, wenn Sie Verantwortung übernehmen und zurücktreten.